Aber wir schauen mal rein. Und das erste, was ich sehe, ist halt ein Minuspunkt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und damit auch zu Part 4 der Cutter-Bewerbung. Als nächstes haben wir hier den lieben Fred89. Und hier ist ein Tag. Und wir schauen mal rein, was er uns alles Schönes gemacht hat. Ich habe hier schon passend dazu was angelegt. Ja. Ihr müsst übrigens schreiben, ob ihr, da das ja auch alle Reactions alle live sind, müsst ihr mal schreiben, ob euch das gefällt, wenn ich das einfach so mache. Weil das ist ja quasi jetzt so, wie ich das mache. Und fürs Livestream ist ganz in Ordnung. Müsst ihr mal schauen, ob ihr sagt, oh cool, für live aufgenommene Videos finden wir das eigentlich auch ganz schön. Aber wir schauen mal rein. Und das erste, was ich sehe, ist halt ein Minuspunkt. Wir haben kein Green Screen. Screen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Und ja, dieses Video ist etwas anders, denn dieses Video ist vor allem für die Cutter gedacht, die sich jetzt bei mir bewerben werden. Oder wahrscheinlich ist es sowieso nur einer, weil nur genau einer aus meiner Community cutten kann oder so. Das war jetzt am Ende. Ja, wir spielen heute einfach mal einen echte Bewerbung. Bad Wars. Ich bin mal gespannt, was die Cutter daraus machen. Okay, er hat. Let's go. Er nutzt viele verschiedene Sachen. Zack, 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 zack. Okay, also was wir direkt zack, mal aus Pluspunkt. Ich zieh's. Zack, 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 zack. So. Und ich habe einen direkten Nachbar, der runterfällt und zwar grau. Ein paar Sekunden später. Fuck, ich fall auch also runter. Plus sind. Ja, ich bin so langsam auf dem Weg zur verbesserten Rüstung. Ist tatsächlich nicht mehr lange. Dann. Ich tue natürlich jetzt nicht fast bitchen, weil Bilder. Ich das überhaupt nicht kann. Oh, okay, nice Effekt. Effekt. Okay, synchronisiert aber nicht nach, okay. Sein Holz hat ihm nichts gebracht. Nichts. Ja, da haben wir auf jeden Fall auch ein paar Bilder. Komm her. Ich bin nur nicht sicher, nice. Ob das eine Copyright-geschützte Musik ist, deswegen. Dann bringe ich die Dinger zum Shopkeeper. Dann schmeiße ich das. Also, die Originale war gerade diese Mario Kart-Musik, weil ich hier gerade was anderes und gehört habe. Dann. Discord. Ein paar Feuerbälle. Ja, nicht wundern. Dann muss die Musik ersetzen. Genauso wie in der Bewerbung von Best of Fruit. Da musst du auch dreimal Musik an drei, vier Stellen Musik erstellen. Okay, okay, wie gesagt, Einblendung. Voll dauerhafte Rüstung. Einblendung. Ja. So. Zack. Dann, Tools. Zack, zack. Zack, 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 zack. Doch. Dann nehme ich mir schon mal. Wie viel kostet Obsidian? 4 Smaragde, Holz kostet 4 Gold. Ja, doch, wie gesagt, Einblendung. Mach nochmal als extra Punkt hinzu, als extra Pluspunkt hinzu. Okay. Also auf jeden Fall. Time Lapses. Nächstes Jahr mal. Hier, schön lang bauen. Ich rechne irgendwie mit Feuerwellen, muss ich sagen. Okay, ja, gut, der Katze gefällt mir jetzt nicht ganz so doll. Wie? Ja, alles klar. Er wird sich's jetzt gönnen. Ich seh's schon. Ja, doch, also. Fuck, Feuerball verfehlt. Also, Katze ist schon gut, aber nicht gerade der, den ich möchte. By the way, ich kann mal ganz kurz was sagen. Und zwar dürft ihr als Community dürft ihr jetzt neuerdings voten. Also, ihr habt das als Community, bekommt ihr jetzt die Chance, bekommt ihr am Ende dann die Chance, ob alle Bewerbungen da sind. Einmal abzustimmen innerhalb von 24 oder mal gucken, wie lange ich dieses dann mache und euren Favoriten zu wählen und daran werde ich mal wird sich auch meine Entscheidung so ein bisschen orientieren. Ah ja, was war das lachhaft das jetzt hier? Zack. Bett. Aiming ist nicht da. Ah fuck. Ich bräuchte ein besseres Schwert. Komm, gönn ich mir, hab ich. Ich hab genügend Gold. Okay, wie gesagt, er. Das heißt, wie dieser Musik verwendet. Easy. Hat nur noch blau im Bild. Wo ist blau located? Blau kommt zu mir, blau kommt zu mir. Fuck. Ich suicide.
Oh mein Gott, er hat sich ausgelockt, er hat sich ausgelockt. Perfekt. Kann ich mir Zeugs in die Chest schmeißen müssen? Oh mein Gott, wie nice. Aber ich rechne jetzt nicht mit, dass er sich jemand mal wieder einloggt. Oha, wir so, ja, okay, 18 Minuten von der Videolänge her, aber gerade in Ordnung. Aber wie gesagt, eigentlich schon zu lang. So. Und Bett ist weg, perfekt. Ich bringe die Kürbisse noch zum Shopkeeper. Ey, ich hab halt so Schiss, dass Zyan ja gleich so richtig mit Fireballs und all dem Scheiß also spielt. Ich find's geil, ich das hasse ich. Muss sagen, wenn einem auch Leute, die nichts anderes tun, als die gesamte Runde campen. Ja, noch von der Einblendung her, wie gesagt, Nordnado. Ich glaube, der macht jemand langsam. Das ist meine Chance. Die macht langsam. Das ist meine Chance auf den Wohnen, Leute. Nordnado. Und ich glaube, wir müssen. Das ist meine Chance. Machen das ja mal ein bisschen leiser. Also, Nordnado, der macht, glaube ich, hier wirklich Konkurrenz. Oh Gott, ist das meine Chance, denn ich weiß ja, warum du bis also am Ende nicht mehr durchgezogen hast. Und ich weiß, dass du normalerweise auch wirklich das ganze Video durchgezogen hättest, aber. Ja. Wie gesagt, dir macht jemand Konkurrenz. Die bringe ich noch zum Shopkeeper. Perfekt. Gehen wir mal weiter zum nächsten PvP-Element. Und zwar dann spielen wir einfach mal eine Runde. Ich glaube, Capture Wool ist da ganz passend. So, Capture Wool. Und Capture Wool. Bam, rein in die Runde. Let's go. Und let's go. Ich renne los. Doch, also immer sagen, der Cutscene ist schon geil. Ich meine, es ist sowieso egal. Leute, da oben ist einfach gerade irgendjemand gewesen. Kann es sein, dass gerade jemand die Runde gejoint ist oder war das ein Admin? Weil die Qualität stimmt eigentlich. Wenn bei YouTube dran steht 1080p, dann scheint es nur irgendwie ein Internetfehler bei mir zu sein. Denn auch Best of Loot meinte, er hätte eigentlich das Video in bessere Qualität. Shot, shot, shot. Kill. Ja. Okay, nice. Wie gesagt, also Musik, ich glaube, du wirst bisher der Einzige, der wirklich durchgeht, außer Mr. Fluten, der durchgeht, Musik hatte. Okay. Ich vermute, es lag der Fokus auf den Speed. Auf dem Discord-Server, dem ihr übrigens beitreten könnt. Yeah. Er hat eine Custom Discord. Falls irgendjemand hier von den Leuten, die Karten auch ganz zufällig mit Einblenden aus Discord kennt, kann, weil er zum Beispiel irgendwie After Effects sowas nutzt. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir eine Einblendung für den Discord-Server machen könntet. Also quasi irgendwie sowas mit Musik untermalte, kleiner Clip über meinen Server, den man vielleicht auch als Pre-Pre-Intro nehmen kann. Okay, schade, hat er vergessen zu muten. Doch. Wie gesagt, also er setzt die Einblendung akkurat ein, so wie es auch gedacht war, nicht nur am Ende, sondern so immer im Video drin. Finde ich sehr gut. Regenerieren. Und dann kam der Shot. Und auch diese Timelapse immer bis zu. Und auch, dass teilweise verkackte Kämpfe quasi einfach nur über Timelapse werden. GG! Es war so klar. Und? Egal, das haben wir verloren. Und dann gehen wir weiter zu Duels. Und okay, also er arbeitet sehr viel mit Timelapses, kann man auf jeden Fall sagen. Was ich gar nicht mal so schlecht finde. Ey, was ist mit ihm denn? Was geht denn mit ihm ab? Jetzt wäre ich nicht mein gewünschter Katze, wie ich ihn gerne hätte. Aber. Auf jeden Fall kein schlechter Katze. Ich wollte eigentlich einen G-Head fressen, aber. War wohl nix. Beim Hank ist ein Down, ja, das ist ein bisschen unser Internet. 1 und 1 ist halt scheiße. Zack. Zack, komm. Killen. Ist ja fast so geil, gegen den zu kämpfen, wie gegen Punda zu kämpfen. Weil Punda einfach scheiße ist. Sorry, Punda. Nein. Und ich Bock haben, wir können G-Head ja, rein. Was können wir? Da ist jetzt noch gefunden, was können wir? Fragezeichen. G-Head rein. BAM! G-Head beste.
Einfach kurz umdrehen, snacken. Win. Lass auch mal irgendeiner sagen, ich bin scheiße in Minecraft PvP. Bin ich! Darf jeder sagen, weil es die Wahrheit ist. Da bin ich scheiße. Ja, weiß ich nicht. Fred89 YouTube, weiß ich nicht. Du hörst wieder auf? Oh. Jet. So. Dann wird hier gerade gestört. So. Jet. Hä? Ich hab doch ein Jet gefressen. Was ist das? Lass doch mal irgendeiner sagen, ich bin scheiße. Nice, das hast du gut gemacht. Komm, hier nochmal nochmal schön in Slow-Mo. Ja. Doch, also er setzt sich schon gut um. Ja, was ist mit mir gerade los? Wo will ich mich auch aber nicht lösche? Hier rein. Digga, alles klar. Ich meine, du kannst mir, also derjenige, der es gekartet hat, ich würde mich wirklich mal drüber freuen, wenn du wirklich mal in die... bitte noch dann in die Kommentare von dem Video reinschreibst, welche, von woher du die Musik hast. Weil ich bin selber auf der Suche nach einer sehr guten, nach einer Quelle für Musik, für Projekte. Und YouTube Library ist zwar teilweise, hat teilweise wirklich gute Songs, die sich auch wirklich für Minecraft-Projekte eignen. Und ich hab's gecuttet. Ja, okay, gut. Ich habe gerade nicht mehr dran gedacht, wer es gecuttet hat. Dann. GG! Du nimmst direkt das Live-Kompliment. Also, der Cutter ist auch mit dabei gerade. Also, wie gesagt, das bin teilweise. Finde ich gar nicht mal so scheiße. Ist nicht ganz mein Cut-Stil, aber. Trotzdem gut. Finde ich trotzdem nice Cut-Stil. Das ist die falsche Ding. Dann haben wir es hier drin. Ich will noch ein paar Sachen spielen. Und zwar: Paintball. Zack. 145 bringt. Ich check nicht warum. Ich hab nichts offen. Aber. Ja. Genau. Jetzt ist nämlich weniger Timelapse, sondern wirklich Vorspulen bis zu Kills. Oder Toten. Also der in der Musik sonst ist echt geil. Ja, es war so klar. Und? GG, dann das nächste Battle Game, was ich spielen wollte. Befindet sich irgendwas hier eigentlich drin? Turbo Kart Racer. Okay, weil zum Beispiel mit dem Turbo Kart Racer finde ich es nämlich perfekt, wenn du da mit Timelapses arbeitest. Boah, also irgendwas stimmt hier gerade mit der Qualität nicht. Ich weiß nicht warum. Bei Full Speed ist die Steuerung einfach nur fucking scheiße. Okay, man weiß komisch. Alter. In der Stream-Vorschau kommt es besser an. Das hat irgendwas anscheinend mit meinem ich werd noch weiter abrutschen. Bildschirm so zu tun? Keine Ahnung. Ich war richtig besoffen. Und? Zack. Und? 30 seconds remaining. 80? Doch. Zack. Sechster! So, und was ich zum Schluss noch spielen wollte, war... Jetzt erkenne ich natürlich nichts mehr. So, und als letztes gehen wir auch in die Runde Party Games. Backflip! Krasser Backflip! Ich weiß, dass ich keine geilen Lame-Ball-Cosmetics habe. Nice. Ich weiß es. Oh nein! Doch. Hallo! Weil jetzt wird nämlich auch weniger mit
Ey, Digga, also, kommt wie gesagt, bei anderen Anhängen ist gut. Aber zuerst bei Bad Boss Runden. Ich bin actually letzter. Hallo! Schweineding. Okay, gut, da bin ich gar nicht. Da bin ich doch relativ gut drin. Ich fall gleich direkt auf den. Jung, ja komm, geht einfach beide auf mich. Zweiter immerhin. Damit bin ich sogar auf 2 aktuell. Ja komm, Alter, weißt du? Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Oh, dieses Game, ich hasse es. Und? Jawohl. Schön. Team Pink. Zack, 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 zack. Nein. Jawohl, ich hab's geschafft, ihn einzuschließen. Zack. Ich find's cool, wenn man große Flächen einfach ausfüllen konnte. Konnte einfach sehr noch Flächen hinzufügen. 4! Schade! Wenn man wie viel mehr hatte, hätte der gehabt, keine Ahnung. Okay, ich muss im Pool landen. Okay, verstanden. 4, 1, 2. Und? Let's go. Zack. Zack. Ja, wie gesagt, halt hier bei der Einblendung, die ist ein bisschen verbuggt. Ey, das ist ein Battle zwischen mir und dem einen Typen. Nein! Digga, alles klar, wieso fliegt er einfach schneller als ich? Weil er... ich schief fliege. Nein, oder? Es ist so lächerlich! Und so... Es ist doch so lächerlich, Alter! Es ist so lächerlich! Magst du mal ausrasten? 5 Sterne, aber es reicht immer noch für den Platz. Aber gut, ich erst hole ich nicht mal ein. Ach, Schweineangeln. Ja, doch. Muss ich gleich nochmal ganz kurz dann meine Mutter überzeugen, dass. Ey, es ist so lächerlich! Keine Anhalt für mich. Ah, ja, gut. Ich glaube, es wird ein solider 2. Platz für mich. Oh nein! Hallo, darf ich einmal. Und bam bam bam. Man sieht so richtig alle so bam bam bam. 500 Punkte, 300 Punkte. Ich 1, 0, 0, 0, 0. Oha, das ist sogar auf dem Beat gecuttet. Schade. Uff, oh mein Gott, ich bin so klau, ey. Das. Zack, schön runterbauen. Und. Na fuck. Fast hätte ich es geschafft. Oh mein Gott, ich muss Minimum 3 Sterne. Ich muss besser Panda Ganga. Und, ja. 3 Sterne. Und das reicht nicht zum Ausgleich. Oh mein Gott. Aber Fußballkommentator. Damit beende ich das Video geil. Mit dem 3. Platz. Wir haben mal sämtliche Hypixel-Duels, Games, blablablub durchgespielt. Ich hoffe, es hat gefällt euch mir. Gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da, ein Abo da und aktiviert die Glocke. Okay, da hätten wir es können, aber. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Okay, wie gesagt, halt bei dem Greenscreen musst du definitiv nochmal schauen. Ja, aber das war jetzt hier damit die 4. Karte Bewerbung. Wie gesagt, halt hier nochmal die Minuspunkte plus Minuspunkte. Also es wird ja auf jeden Fall Konkurrenz gemacht, Notnado. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und... ja. Also mein natürlich Notnado hat halt wesentlich mehr Pluspunkte, deswegen steht er bei mir auch der Rangliste halt weiter oben. Aber ja.
Es wird ja auf jeden Fall Konkurrenz gemacht. Nordnado. Ja. Also alles in allem ist eine sehr gute Werbung und ja. Das war es auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute. We'll be right back.